Ah, das kommt weg. Boom. Das kommt ebenfalls weg. Boom. Sehr gut. Let's go, baby. Das ist der Eingang, Leute. Wir haben den Eingang gefunden. Boah, ist das krass. Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen zurück bei Subnautica. Und heute machen wir weiter. Und sorry, dass ein paar Tage nicht mehr kam. Ich habe schon ein paar Beschwerden in den Kommentaren gesehen. Es geht aber weiter. Keine Sorge. Kannst du bitte aufhören zu laggen? Ich glaube, ich speichere gerade oder so. Aber na gut, lasst uns mal sehen. Und zwar, es gibt noch ein paar Sachen, die wir können machen. Schubkanone, verzerrte Schwerkraft, um Objekte anzuziehen und abzustoßen. Das wäre etwas, das können wir erstellen. Laserschneider haben wir mittlerweile. Konstruktionswerkzeug. Ich kann mir immer noch keine eigene Basis stellen, weil ich dieses verdammte Fragment nicht finde. Dieses Raumfragment. Ich weiß nicht, wo es ist. Wir finden es noch irgendwann, da bin ich mir sicher. Leuchtfackel. Könnte gut sein. Könnte definitiv gut sein, definitiv. Antriebskörper, warte mal, wie viel Energie hat mein Dings da, by the way, noch? 29. Habe ich Batterien? Oh nein, ich habe keine Batterien, Leute. Lass mal kurz reinsehen. Habe ich hier Batterien? Hm, sieht nicht so aus, Leute. Das haben wir, aber ich glaube, ich kann eine Batterie erstellen, oder? Ich glaube, theoretisch könnte eine Batterie erstellen. Weil, ja, Batterien sind sehr, sehr wichtig. Was brauchen wir denn für eine Batterie? Kupfer. Oh nein, habe ich Kupfer? Bitte sag mir ja. Ich habe immer so wenig Kupfer, leider. Okay, ich habe leider keinen Kupfer. Aber wir wollen heute natürlich mehr finden. Und ich würde gerne zur Dings da gehen, zur Aurora nochmal. Wofür wir aber natürlich mehr Sachen brauchen, was sehr, sehr logisch ist. Aber na gut, erstmal finden wir ein bisschen Kupfer. Denn ich würde gerne mein Gerät mit ein bisschen Energie befüllen. Theoretisch, das wäre sehr gut. Und dann werden wir irgendwo hinfahren. Oder ich kann auch nachgoogeln, wo wir quasi, wo wir unbedingt hin müssen. Das wäre auch natürlich eine gute Idee. Aber lassen wir erstmal Kupfer finden, denn wir brauchen ein paar mehr Batterien. Da steht auf jeden Fall, hier ist Kupfer drin, oder? Hundertprozentig. Definitiv, oder? Nein, kein Kupfer. Weil normalerweise ist da immer Kupfer drin, ne? Boah, ich hasse dieses Teil, was da immer oben angezeigt wird. Ich weiß nicht mal, was es bringt, ehrlich gesagt. So gar nicht. Aber wir haben eine größere Tauchflasche. Oh, stimmt, Baby. Let's go. Perfekt, Leute. Das ist sehr gut. Größere Tauchflasche, gleich coolerer Danny. Gleich länger unter Wasser, by the way. Oh Gott, mach das weg. Danke. Nice, Kupfer. Sehr gut. Episch, episch, episch. Das nehme ich mal nicht mit, denke ich. Das brauchen wir nicht unbedingt. Boah, ich kann so lange unter Wasser bleiben, ne? Wie unnormal ist das denn bitte? Der absolute Wahnsinn, Leute. Hier noch mehr Kupfer vielleicht? Na, leider nicht. Schade, Silber. Seht ihr das, wie lange ich unter Wasser bleiben kann? Bro. Der Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, wahnsinnig. By the way, den Zyklopen werden wir erstmal nicht reparieren, denke ich. Weil ich weiß nicht, wieso, ehrlich gesagt. Nee, müssen wir auch gar nicht. Jetzt können wir auch länger hier in Höhlen und so bleiben. Bro, ist das geil. Ist das geil. Alle, wieder kein Kupfer, verdammt. Vielleicht sollten wir zu Aurora, by the way, gehen, ohne Bertha. Was sagt ihr, Leute? Sollen wir zu Aurora ohne Bertha gehen? Weil dieses Monsterteil attackiert nur Bertha und Michael. Wie ihr gesehen habt, Michael ist ja beim vorletzten Mal oder beim letzten Mal sogar totgegangen daran. Aber das ist das Ding, deswegen, ich glaube, ich werde Bertha und Michael... Ne, Michael kann ich so oder so nicht benutzen, weil er tot ist. Aber, Mann, wieso kriege ich Blei und alles? Ich will Kupfer haben, Bro. Kein Blei. Meine Güte, das ist nervig. Aber, ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Ich denke persönlich, wir sollten da ohne hingehen. Ich glaube, das Teil wird mich nicht attackieren. Mich nicht. Es attackiert... Oh Gott, die attackieren mich. Aber die sind schwach und lame, also... Okay, ich nehme alles zurück. Du bist nicht schwach und lame, du bist cool, okay? Warte mal, kann ich bitte meinen Kupfer haben? Danke. Das ist sehr nett von dir, dass du mich nicht die ganze Zeit attackieren musst. Wir müssen auf jeden Fall noch einige Orte finden. Einige Orte, definitiv, Leute. Also, es wird nicht einfach sein, aber wir müssen es tun. Wir müssen es definitiv tun. Wir sollten auch in Richtung Aurora gehen und ein bisschen weiter, denke ich. Nochmal Kupfer, okay, drei Kupfer sollte reichen. Drei Batterien sind das. Warte mal, wo sind wir zu Hause? Da sind wir zu Hause, sehr gut. Und dann werden wir mal nachsehen. Außerdem haben wir noch diese Nachrichten. By the way, habe ich eine neue Nachricht bekommen? Ich glaube, ja, die sollten wir gleich abspielen, Leute. Wo wir auch noch hingehen könnten, was wir ebenfalls tun müssen. Wir sollten diese Nachrichten abspielen und zurückverfolgen. Weil uns wird dann quasi immer ein Weg gezeigt, wo wir hin müssen. Was wir auf jeden Fall tun werden, definitiv, Leute. Also erstmal werden wir ein paar Batterien erstellen, Batterie. Und dann werden wir erstmal ein paar, habe ich nicht mehr, habe ich genug Getränke? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, aber warte mal, gib mir noch zwei davon. Wo sind die? Pilze, hier, Pilze. Warte mal, was brauche ich noch? Brauche ich noch Pilze dafür? Oder nicht? Hä? Wieso? Ich habe doch genug Kupfererz. Hier. Ah, das ist Gold. Ich sehe dich. Ich kann dich sehen. Das ist extrem frustrierend. Wir brauchen also mehr Kupfer. Und wir brauchen mehr zu essen. Für Wasser und alles. Das steht ebenfalls fest, Leute. Definitiv. Hey, Buddy, dich brauche ich. Dich brauche ich. Bam. Nice. Sehr gut. Diese kleinen Viecher sind super wichtig, Leute. Das kann ich euch sagen. Hier. Oh Gott. Ja, okay. Das ist das Problem. Schnell weg.
Ja, zum Glück sind wir schnell genug, Leute. Sobald einer kommt, schnell raus einfach. Ja, Kupfer ist schwer zu finden. Mann, ich sollte Kupfer echt mehr respektieren, Leute. Ich habe es einfach zu wenig respektiert. Und hier habe ich was gefunden. Ist in der Boje. Okay, habe ich eigentlich schon, oder? Ich glaube, ja, habe ich schon. Sehr gut. Sehr, sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Mehr Höhlen. Definitiv mehr Höhlen, Leute. Da müssen wir hin. Weil bei den Höhlen finden wir mehr Kupfer. Ja, das war Kupfer, glaube ich. Definitiv. Kupfer. Das war Blei. Blei ist auch gut, aber Kupfer ist, glaube ich, wichtiger. Ein Zahn. Okay, brauchen wir eigentlich ja weniger. Kupfer. Lass mich da. Ja, Blei. Blei brauchen wir nicht, danke. Und Inventar ist voll. Packen wir mal das weg. Titan ist nicht allzu wichtig. Kupfer for the win, baby. Bum, 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 bum. Ich will nämlich unbedingt anders hin. Titan, nein, danke. Hier rein, lass uns hier reingehen, Leute. Ah, ich wurde vergiftet. Hast du mein Leben? Wieso wurde ich vergiftet? Ja, ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Nur weil ich die Teile berührt habe, ist es denn ernst? Ich bitte dich. Feuerlöscher. Für Feuerlöscher brauchen wir Titan. Eigentlich ist Feuerlöscher verdammt einfach zu erstellen. Also, kann man nicht anders sagen. So, packen wir... Ich kann... Passt noch was rein, ja. Passt noch was rein, sehr schön. Ach, komm schon. Ey, wisst ihr, ich schmeiß die Titan immer weg. Weil ich mir so denke, ach, wer braucht im Leben einen Feuerlöscher? Ich nicht. Und dann, ja. Brauchen wir doch einen Feuerlöscher, weil wir wollen ja wieder zu Aurora gehen. Und dafür brauchen wir halt nur einen Feuerlöscher. So ist es halt nur im Leben. Ist hier vielleicht irgendwas drin? Bestimmt, oder? Ah, anscheinend nichts. Ich habe meinen Vorrat komplett nicht genutzt. Was super, super blöd ist. Sehr blöd sogar. Aber ja, keine Ahnung. Ich habe das Titan. Ich schmeiß immer Titan weg. Aber genau wenn ich es brauche, habe ich es nicht. Ne, ist klar. Hast du noch bei der Energie? Mach mal das Licht aus. Kein gutes Gefühl, wenn das Licht die ganze Zeit an ist bei dir. Und wir machen. Warte mal. Gibt es eigentlich irgendwas, um schneller zu schwimmen? Schwimmflossen haben wir, oder? Haben wir, glaube ich. Medikit, Feuerlöscher, genau. Da haben wir Feuerlöscher, was wunderschön ist im Leben eines Menschen. Wundervoll. Noch ein Feuerlöscher. Ich überlege, soll ich mit Dingsterbums da reingehen oder ohne? Ich meine, ich habe Laserschneider. Aber mit, nur einem Messer? Ja, eigentlich schon, oder? Ist okay, denke ich. Hm. Soll ich nur so hin? Ich weiß es nicht. Da ist die Aurora. Wir müssen nach vorne. Da, seht ihr das? Da müssen wir hin. Okay, ich mach's mal, Leute. Habe ich Batterien? Zwei Batterien habe ich. Ich würde sagen, wir machen es einfach mal, oder? Reichen zwei Batterien? Was denkt ihr? Muss ja eigentlich. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Weil wir wollen ja nicht so tief kommen. Wir wollen ja... Ah, Mann, ich... Vielleicht hätte ich es doch mitnehmen sollen, oder? Ach nein, ich nehme es mit, okay? Ich nehme es mit. Ich nehme Bertha mit, aber... das Ding ist nur, weil... Wenn wir... Oh nein, nein, nicht reintun. Oh Gott, nicht reintun. Oh, ich will keine Batterien reintun, obwohl meine Batterie fast voll ist. Obwohl 65% ist nicht fast voll, aber was ich meine. Wenn wir in der Nähe der Aurora sind, attackiert uns das Teil nicht. By the way, von dem, was ich weiß, heißt dieses Teil Reaper, was immer meine Sachen attackiert. Deswegen, wir gehen da jetzt einfach hin. Wir versuchen so ein bisschen an der Oberfläche zu bleiben. Und hoffen, dass wir nicht attackiert werden. Das wäre sehr nett. Aber ich denke, da vorne müsste es schon richtig sein. Oh, da ist meine Basis. Wundervoll. Wundervoll, dass da meine Basis ist. Ich bin so glücklich. Wir haben die beste Basis der Welt. Nicht wirklich. Für mehr davon. 3 Likes in der Stunde und ich mache mehr von Subnautica, definitiv. Aber nur bei 3 Likes in der Stunde. 3 Likes packst du nicht. Oh mein Gott. Okay, dann kann ich dir nicht garantieren, dass mehr kommt. Nein, mal ehrlich, ich sortiere momentan meine Playlisten und da kann ich mich ein bisschen daran orientieren, dass wir jede Playlist zu Ende bekommen, auf jeden Fall. Ich gebe mir Mühe. Und by the way, es wird wieder Tag. Denkt ihr, es macht einen Unterschied, ob das Teil uns nachts attackiert oder am Tag? Ich weiß nicht genau, könnte aber sein. Lass mal sehen, wir müssen ja an die Oberfläche kommen, ne? Da. Oh, wir sind schon da. Wisst ihr was, wir schwimmen einfach an dem Teil entlang. Das wäre sehr wichtig, Leute, denke ich. Oh mein Gott, es vibriert gleich wieder. Bitte attackier mich nicht, okay? Hör auf, mich zu belästigen. Egal, wo du bist oder was auch immer du tust, hör auf, mich zu belästigen, okay? Deal? Deal. Warte mal, ich mach mal ganz kurz das hier hin. Und das, okay, ich lasse ein Feuerlöscher erstmal da. Das sollte reichen. Okay, das Teil sollte mich nicht attackieren, solange wir uns hier befinden. Es hat mich noch nie attackiert, dass ich hier war. Aber lass uns jetzt mal den Eingang suchen, Leute, wieder. Weil der Eingang war auf jeden Fall hier irgendwo, da bin ich mir sehr, ich bin mir sehr sicher. Das war mein Eingang, hundertprozentig. Genau, hier war das. Damn, viele Elektroschocks und alles. So, ich gehe jetzt hier ran, damit das Teil nicht kommt. Ist wahrscheinlich viel zu groß, um hier reinzukommen. Und jetzt können wir erstmal rausgehen. Sehr gut. Und mich attackiert es ja in der Regel nicht, oder? Da ist was, seht ihr das? Wie so eine Plattform sieht das aus? Da will ich hin. Feuerlöscher ist natürlich ebenfalls wichtig. Diese kleinen Teile sind richtig nervig, Leute, das kann ich euch sagen.
So richtig Todesnerven. Au, au. Geh weg. Stirb. 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 Mann. Ah, verdammt. Zum Glück machen die Teile nicht so viel Schaden. Oh, muss ich... Au. Ich glaube, ich muss diesen Teil mitnehmen, Leute. Au, Mann. Stopp. Ich hasse dich. Stirb. Okay, stirbt. Jeder einzelne von euch. Ich verliere nicht allzu viel Leben, aber... Die Teile nerven. Ich brauche das Teil. Ich brauche dieses Teil, bevor... Eigentlich brauche ich das Teil, definitiv. Geh bitte weg, okay? Keiner mag euch. Nennt mir irgendeinen Namen, der euch mag. Niemand. Au! Okay, um da reinzukommen, brauche ich das Teil. Dieses Teil, womit ich Sachen an mich ranziehen kann. Jetzt verstehe ich das. Er trägt selber Sachen nie, Leute. Nie. Ich kann auch nicht wirklich... Er ist super ungelenkig. Super ungelenkig. Seht ihr das? Er kann sich gar nicht bewegen. Voller Noob. Keine Ahnung, was er da gerade tut im Leben. Da muss ich hin, aber... Ja, da komme ich halt nur rein. Ja. Okay, locked. Und hier komme ich halt nur rein, wenn ich die Teile entferne. Also, ja, um zurückzukommen, brauchen wir auf jeden Fall was ganz Bestimmtes, Leute. Das Item ist nicht schwer zu erstellen. Wir brauchen es aber hundertprozentig. Ich bin mir sehr sicher, Leute, dass wir es brauchen. Ich habe nur vergessen, wie es heißt, aber wir fahren jetzt kurz nach Hause und dann zeige ich euch, was ich meine. Wenigstens wissen wir, wo der Eingang ist. Ich denke, so sollten wir aber reinkommen mit meinem Plan. Hoffentlich kommen wir nur... Oh mein Gott, das Teil ist hier in der Nähe. Ich sehe dich. Hoffentlich kommen wir lebendig zurück, Leute. Ich werde einfach fahren, fahren, fahren. Hoffentlich sieht mich das Teil nicht. Das wäre super duper, super looper. Okay, und zwar brauchen wir, kann ich euch sagen, wir brauchen... Wo ist es? Wo ist es? Hier. Schubkanone. Und warte mal. Kabelersatz. Konnte das vorhin erstellen, auf jeden Fall. Silber. Oh, Silber. Warte mal. Oh, sag mir nicht, ich habe Silber weggeworfen. Bitte nicht. Habe ich hier Silber? Salzablagerung. Oh, Silber. Oh, sehr gut. Wir haben es, Leute. Das heißt, wir brauchen nur noch das hier. Perfekto, perfekto, perfekto. Und jetzt könnten wir es vielleicht erstellen. Ist es möglich? Ja, es ist möglich. Wundervoll. Was packe ich noch weg erstmal? Damn, das Teil sieht cool aus, by the way. Ich packe mal das Messer weg. Was macht das jetzt genau? Ich will es mal kurz testen, Leute. Oh, wow. Okay, cool. Sieht lustig aus, Leute. Ah, cool. Wo ist es denn hin? Das ist ja mal geil. Wir nehmen es also und packen es dann irgendwo anders hin. Ich habe ein Lebewesen gerade getötet, Leute. Das Teil ist ja mal super geil, Leute. Ich liebe es. Dich auch? Oh, wow. Das Teil? Warte mal, das Teil auch? Bitte sag mir ja. Oh, what? Dein Ernst? Oh mein Gott. Du vielleicht? Nee, ne? Du auch nicht. Okay. Das Metallteil bestimmt. Okay. Wir haben das, was wir brauchen. Wundervolle Level, Leute. Wir können zurück. Und dann, so können wir auch die kleinen Teile töten. Wir ziehen sie an uns. Und dann schubsen wir sie weg und sagen, was willst du, hä? Was willst du, du kleiner Freak? Warte mal, wo ist überhaupt das? Okay, ich muss da lang. Ich muss da lang, Leute. Keine Panik, alles gut. Ich weiß, was ich tue im Leben. Keine Sorge. Ziemlich geiles Teil. Hätte ich viel früher stellen müssen. Ich hätte viele Sachen viel früher stellen müssen. Ich gebe dir die Schuld, weil du mir nicht Bescheid gesagt hast. Nein, Spaß. Bestimmt schauen das paar meine Kommentare, da bin ich mir sicher. Aber ich habe es mal wieder nicht vernünftig gelesen oder was auch immer. Oder ich habe es nicht verstanden oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Aber na gut, wir gehen jetzt mal zurück. Und werden das Teil benutzen, um diese kleinen, bösen Viecher zu benutzen. Ich glaube, es muss aber klappen, oder? Ich glaube, da könnten wir diese Teile von der Tür entfernen. Und da können wir uns umsehen. Weil das Teil funktioniert ja besser als ein Messer. Weil als ein Messer ist Nahkampfteil, was nicht allzu gut ist. Ich wünschte, wir könnten hier irgendeine geile Waffe erstellen. Und ich bin mir sogar sicher, wir können hier irgendeine Waffe erstellen, früher oder später, die so richtig geil ist. Aber erstmal wird eingescannt, Leute. Ganz viel in der Aurora eingescannt. Das steht fest. Ehrlich gesagt, ich bete gerade, es klappt. Ich meine, ich denke schon, dass es klappen wird. Aber ich weiß nicht genau. Oh Gott. Das Teil ist hier aber in der Nähe. Ich gehe da mal hier rein. Okay, bye bye. Wir sehen uns im nächsten Leben. Okay, lass uns hier reingehen, Leute. Und diese Teile hoffentlich eliminieren. Lass mal sehen, ob wir es können. Ich glaube, ja, müsste gehen. Muss gehen. Muss gehen, Leute. Muss gehen. Lass mal sehen. So, hoch. Hoch geht's. Sehr schön. Wo sind die kleinen Spinnen? Da. So, und jetzt boom. Oder? Ja, die entfernen. Boom. Geil. Sind die tot? Die verschwinden auf jeden Fall, oder? Aber das Teil hat nicht so viel Energie, ne? Ich sehe schon, Leute. Ja, das geht weg. So, boom. So, boom. So, boom. Au. So ernst? Boom. Und boom. Ins Wasser am besten, oder? Hat das Teil noch Energie? Ein bisschen, ja. Ah, das kommt weg. Boom. Das kommt ebenfalls weg. Boom. Sehr gut.
Let's go, baby. Das ist der Eingang, Leute. Wir haben den Eingang gefunden. Boah, ist das krass. Damn, Bro. Also das ist der offizielle Eingang. Wir haben ihn gefunden. Ohne nachzugoogeln. Löschmittel 0. Das ist ein verdammtes Scherz. Löschmittel 100. Okay, dann mach mal. Warte mal, warte mal. Was habe ich jetzt entfernt? Ich habe das Teil entfernt, ne? Das muss schon auf 1 sein. Das... Oh mein Gott, was tue ich da? So, machen wir das auf 3, genau. So müsste es gut sein. Mach das weg. Alles weg, alles weg, alles weg. Genau, hier. Löschmittel ist immer noch da. Sehr gut. Perfekt, Leute. Hier finden wir Sachen. Wir sind jetzt also offiziell hier drin, ne? Perfekt, Leute. Ah, Scanner, Scanner, Scanner. Ich muss auf jeden Fall den Scanner hier reintun. Ganz wichtig. Der Scanner hat, by the way, unendliche Energie. Ziemlich geil. Ich mag den Scanner sehr gern. Ah, okay, nice. Laserschneider brauchen wir hierfür. Man nimmt doch den... Okay, das nervt wirklich. Immer dieses... Ah, hier, da, wir haben den Laserschneider bereits. Ich glaube, das müsste gehen, oder? Müsste das nicht gehen? Ah... Wir haben bestimmt den Code bekommen, Leute. Wir haben bestimmt den Code bekommen. Lass mich kurz mal nachsehen, ob wir ihn haben oder nicht. Das würde mich interessieren, okay? Hier, Aufzeichnung. Baupläne, einheimische Lebensform. Geologische Daten. Nee, 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 nee. Basisstation. Okay, ich weiß. Ach, hier. Überlebende der Aurora. Steht hier irgendwas mit einem Code? Könnte sein, oder? Komm schon. Codes. Codes und Hinweise. Okay, lass mal sehen. Hinweise, Codes. Irgendwie ein Code. 100 Meter gesunken. Ne, das ist nur, wo was ist. Verdammt. Das ist frustrierend, Leute. Ich finde es nicht wirklich. Ich weiß auch nicht, wo ich es finden soll, was der Code ist, um da reinzukommen. Ich meine, ich habe jetzt. Ich sehe. Also theoretisch muss ich ja noch auf eine Zahl achten. Naja, geologische. Ne, geologische Daten auch nicht. Überlebensausrüstung. Verdammt. Also, das ist frustrierend. Na gut. Das ist kein Problem, Leute. Das ist kein Problem. Lass uns hier reingehen. Oh. Sieht aber nicht gut aus, Leute. PDA. Sehr gut. Laborzugang. Oh. Kann ich hier irgendwie rein? Hier, seht ihr das? Kann ich noch einen Laserschneider benutzen, by the way? Nee, oder? Wozu ist der Laserschneider dann da? Ja, super. Keine Ahnung. Hier vielleicht. Versiegelte Tür. Ja, super. Laserschneider klappt ja wirklich bestens, ne? Definitiv. Das klappt auch nicht. Laserschneider klappt nicht. Oh mein Gott. Wieso komme ich da nicht rein? Es müsste gehen, theoretisch. Ich brauche einen Code, Leute. Wie ist der Code? Oh, by the way, ein Bioreaktor ist für eine Energiequelle. Also es gibt uns anscheinend Energie oder so. Also quasi Strom, glaube ich. Wärmekraftwerk. Damit es warm ist. Glaube ich schon. Ich sehe dich. Ich sehe dich, ich sehe dich. Das ist frustrierend, Leute, weil ich habe die Codes nicht. Und ich kann auch nichts aufmachen, weil es alles versiegelt ist. Und da steht ja auch nicht irgendwie, dass die Prozente hochgehen oder so. Also, ja, ich könnte jetzt kurz nachgucken, wie der Code ist. Das könnte ich nachgucken. Ich meine, wenn wir hier schon sind. Das könnte sehr wichtig sein, tatsächlich. Definitiv. Oh, haha. Yeah, okay. Ich habe nachgeguckt, weil ich hatte keine Lust, jetzt nochmal zurückzufahren. Also, es gab ein paar Codes, die standen zur Verfügung. Und ich meine, wir sind jetzt hier. Diese PDAs... Was können wir vom Schwarmbewusstsein auf Stardust 4 lernen? Keine Ahnung. Frag mich nicht. Hier. Was war das? Ich gehe kurz nach oben. Ich will gucken, was das ist, Leute. Datenkonsole. Stoßkanone. Oh. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Okay. Ein Moment. Was haben wir bekommen? Wir haben ein paar Sachen bekommen, auf jeden Fall. Scannerraum haben wir schon. Tauchdock. Modul für langzeitige Erkundung in seiner Haupt... was? Es vibriert die ganze Zeit. Dient als Trockendock. Okay. Seemod. Ah, da kann man die Seemod reintun. Cool. Das ist geil, Leute. Sehr, sehr geil. Das war aber nicht das, was wir bekommen haben. Wir haben irgendwas anderes bekommen. Ich wähle mal alles aus, von dem ich weiß. Von dem ich alles weiß. Wir haben hier das bekommen. Pro-Manualisator. Nicht funktionsfähig. Nicht funktionsfähige Laborausrüstung. Okay, ich sehe dich. Ich weiß nicht, was ein Probenanalysator ist, bin ich ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich weiß nicht, was es ist. Es wird bestimmt gut sein, da bin ich mir sicher. Aber wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare oder ich google einfach nach. Beides geht. What the freak bist du? Keine Ahnung. Sieht aber sehr interessant aus. Kann ich von außen... Wir können also auch von außen die Tür aufmachen. Sehr gut. Hier gibt es ein bisschen mehr, oder? Hundertprozentig, Leute.
Ja, großes. Na. Großer Probebehälter. Lass mich ein paar Zähne weg. Wir haben genug Zähne. Können wir einsammeln tatsächlich. Wozu auch immer. Keine Ahnung. Gibt's hier nicht mehr? Komm schon, Buddy. Komm schon. Hier, Datenbank. Daten herunterladen. Habe ich doch schon. Achso, okay. Ah, okay, verstehe, verstehe. Also, wir haben hier alles in diesem Raum. Glaube ich. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall jetzt weitergehen. Oder irgendwas übersehen. Mikroskop. Wir sollten das mitnehmen. Wir sollten das auf jeden Fall mitnehmen, Leute. Scheiß auf den Purser-Zahn, den brauche ich nicht. Aber das sieht sehr interessant aus. Wir brauchen mehr Platz im Inventar. Das steht fest. Also, vielleicht kann man die Sachen irgendwo anders verwenden. Das könnte auf jeden Fall sein, weil momentan sind sie noch nicht funktionsfähig. Das ist ja schön und gut. Aber vielleicht werden sie es sein. Funktionsfähig, deswegen, ja, sollten wir auf jeden Fall ein Auge offen drauf halten und die Sachen auf jeden Fall mitnehmen, logischerweise. Da haben wir noch eine Tür, by the way. Die ist versiegelt. Es ist super frustriert. Ich muss kurz gucken, wie man sie öffnet, Leute. Ich glaube, ich werde kurz nachgoogeln. Weil anscheinend geht's nicht. Nicht so. Okay, nicht so. Wie frustrierend ist es? Aber wisst ihr, wie sehr ich es genieße, eigentlich hier einfach so rumschwimmen zu können oder Angst zu haben, dass ich die ganze Zeit Sauerstoff holen muss? Sehr, Leute. Lass mich kurz mal gucken, wie ich die Tür öffnen kann. Also, anscheinend strahlt er... Warte, ich gehe mal kurz weiter weg. Er macht nichts. Der Laserschneider ist komisch, Leute. Das kann ich euch sagen. Ich weiß nicht, wieso er nichts macht. Das ist so komisch. Ich könnte ihm eine Batterie geben. Soll ich? Nee, ne? Wozu? Er hat doch so viel schon. Komm schon. Wie muss man doch diese verdammte Tür öffnen? Es ist so frustrierend. Es soll mit dem Laserschneider gehen. Aber das steht die ganze 0%. Ich habe keine Ahnung, wieso. Und er macht auch gar nichts, leider. Sieht nicht so aus, als würde irgendwas klappen gerade im Leben. Vielleicht braucht er doch Batterien. Wir machen es testens mal, Leute. Ah, na super. Energie 9. Hä, nimm doch eine Batterie. Habe ich keine Batterie genommen? Habe ich doch, oder nicht? Ich verstehe es nicht. Was hat genau 20 Energie? Ich gebe dem Teil die ganzen Batterien. Aber warte mal. Batterie entnehmen. Energiequelle wechseln. 100 von 100. Und es geht trotzdem nicht. Ich sehe dich. Ich sehe dich definitiv. Merkwürdig. Es geht nicht. Keine Ahnung wieso. Also theoretisch, von dem, was ich gesehen habe, muss es so klappen. Aber er will es nicht machen. Und ich habe keine Ahnung wieso. Das ist doch ein Lasercutter, den ich hier habe, oder? Das ist ein Lasercutter, den ich hier habe, aber er funktioniert nicht. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ja, okay, ich sehe dich, okay? Hör auf, mich so zu gucken. Ich sehe dich. Keine Sorge. Alles gut. Easy peasy, baby. Wir machen gleich weiter. Die sehen sich ziemlich, ziemlich... Naja, nicht wirklich ähnlich aus, aber ich habe die verwechselt einfach. Easy peasy game, easy peasy life. Keine Panik. Ich wusste, was ich tue. Hundertprozentig. Ist das geil, oder? Dass wir es endlich öffnen können. Damn. Das war eine Reparatur... Wie geil sieht das denn bitte aus, Leute? Oh, damn, brother! Kann ich das benehmen? Ey, eine Batterie, cool. Wo sind wir jetzt gelandet, Leute? Wo sind wir? PDAs? Ja, Aurora Flugscheibe. Scheiberdaten. Ich sehe dich. Wir sind oben, hier können wir Luft holen. Lass mich mal gucken, ob wir hier noch mehr finden. Wir haben hier einen Scanner, der immer funktioniert. Immer, Baby. Gibt es hier noch irgendwas? Was wir einscannen können oder so. Das wäre natürlich ein Traum. Wir müssen uns mehr mit den PDAs beschäftigen, by the way. Definitiv. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht, oder? Okay. Dann gehen wir nach oben, Leute. Ja. Okay, hier geht es weiter lang. Hier können wir auch Sauerstoff holen, was wundervoll ist. Wir sollten oben bleiben. Kurz Sauerstoff holen. Genau, jetzt mal sehen. Hier vibriert echt alles, by the way. Alles. Bro. Okay, da komme ich gar nicht klar gerade. Ich werde wahrscheinlich ertrinken, weil ich irgendwie mich verirre oder so. Okay, wo geht's noch lang? Hier lang? Ist da was ins Wasser gekommen? Keine Ahnung, hat sich so angehört. Ich glaube, by the way, das ist der einzige Weg, den wir lang gehen können. Ich war... Schon wieder? Okay, ist normal, glaube ich. Ja, schon wieder. Ich glaube, das ist normal. Hier kann man lang, hier unten kann man lang. Bro. Oh. Ho, 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 ho. Was zum Teufel passiert hier gerade? Kann ich hier auch nach oben? Wo bin ich überhaupt? Keine Ahnung. Damn! Hier können wir Luft holen.
Also verirren können wir uns hier nicht, ohne dass, und dass wir sterben quasi. Was sehr gut ist. Ist hier irgendwas drin? Hallo, kann ich da hin? Ich glaube nicht. Okay. Lass uns hier lang. Ah, hier kann man Luft holen immer. Ah, okay. Sind wir an derselben Stelle? Nee, an der anderen. Wir sind auf jeden Fall woanders, Leute. Das steht fest. Das steht auf jeden Fall fest. Hier ist gar nichts. Ich sehe das Wort wirklich gar nichts, Leute. Ich habe keine Ahnung, was hier überhaupt ist. Oder was ich hier suche. Ich meine, es ist klar, wir suchen Fragmente, neue Stellen. Wir müssen auf jeden Fall den PDA-Koordinaten folgen. Machen wir definitiv beim nächsten Mal intensiv, Leute. Wir wollen aber erstmal die Aurora beobachten. Und ja, entdecken, wo wir sind. Warte mal, ich gehe mal kurz da oben. Damn, wir sind in einer neuen Gegend. Ach so. Ich muss gar nicht mehr unten bleiben, Leute. Oh! Warte mal, kann ich das irgendwie... Oh, damit es aufhört zu brennen, das wäre sehr gut. Hier, schau es mal an. Kann ich das nicht scannen? Krebsfragment. Oh mein Gott, ein Krebs. Damit können wir 900 Meter in die Tiefe gehen. Oh mein Gott. Krebs. Haben wir jetzt schon eins? Nee, ne? Wir brauchen noch mehr, oder? Wie viel habe ich denn jetzt? Haben wir schon? Keine Ahnung. Das werden wir sehen. Bro, wenn wir einen Krebs hätten, ne? Das wäre so krank, Leute. Da ist noch einer. Oh, hier sind überall Krebsfragmente. What? Sogar drei Stück. Wir brauchen doch nur drei Stück, oder? Ah, vier brauchen wir. Okay. Ich sehe dich. Ist okay, das ist okay. Ist definitiv okay. Mach das weg. Sehr gut. So, und jetzt kehrt das... Au. Wer das brennt. Ist gar nicht gut. Mach das weg, mach das weg. Okay, und jetzt scannen das ein. So, jetzt haben wir schon fast vier. Wir haben drei. Boom. Okay, sehr gut. Und löschen. Bro, es ist spannend, ey. Ohne Witz, ne? Seht ihr noch irgendwo ein Krebsfragment? Das wäre natürlich super. Kann ich hier irgendwas runterladen? No Signal. Okay, nein. Da oben ist eigentlich das letzte. Hier sind sogar viele sogar. Ziemlich geil, Leute. Kann ich dich... Ah, verdammt. Sorry, Bro. Kann ich dich einscannen vielleicht? Das ist eine Option. Ist das okay für dich? Wenn ich deine Seele einscanne? Bro, mit diesem Krebs, ne? Können wir 900 Meter in die Tiefe. Nur damit ihr das wisst. Wohnräume. Okay, Leute. Ich werde die Folge vielleicht mal schnell lassen. Wir machen nicht mehr weiter. Also vielen Dank, was du das schon für mehr davon lassen. Noch oben, da, falls du es bisschen geschafft hast, schreibe Krebs in die Kommentare. Und wir sehen dich nicht so wieder. Bye! Danke für das Zuschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal einer meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.